Ich bin's wieder, euer Afi, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Ja, wir befinden uns in Heroclian, wo wir jetzt mit Globetrotter reden müssen und mit den Aya und mit den anderen zusammen. Wer die letzte Folge verpasst hat, gerne auschecken. Link ist natürlich in der Infobeschreibung. Ich hoffe natürlich, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt genauso noch gerade Spaß wie ich an diesem Projekt. Und ich hoffe natürlich, euch geht's gut. So. Jetzt besuchen wir Kleopatra. Kleopatra. Jetzt hat. Sie wird im Palast sein. Sag bloß. Und wir haben herausgefunden, dass wir noch zwei weitere Attentate. Ich komme mit eurem Wein. Mögen eure Tage erfüllt sein. Ey, nein, ich wollte gar einen Schatz plündern. Mal gucken, was sie zu sagen haben. Aber ich glaube, wir müssen noch zwei weitere Attentate ausführen. Ja, seht, wer zurückgekehrt ist. Bayek von Siva. Perfekt, dass du uns in Heraklion triffst. Der Stadt des Weins, der Frauen und allem, was ein Magi wie du verlangt. Unverdient. Auf die Königin! Auf die Königin. Bayek, du kommst genau im rechten Moment. Kleopatra, ich suche immer noch die Mörder meines Sohnes. Der Orden ist neutralisiert. Habe ich für mich gejagt oder für euch? Wir haben noch zwei Namen. Der Orden darf nicht... Und wie viele Namen kommen noch? So viele, wie nötig sind. Ich will meinen Sohn in das Totenreich bringen, wo er hingehört und nicht... Ich schätze euch, Kleopatra. Aber eure Aufträge verführen meine Frau, nicht mich. Was bedeutet dir dein Abzeichen? Hast du es vergessen? Boah, jetzt wendet ihr das voll gegen uns. Abzeichen bedeutet euch mehr als mir. Es ist kein einzelner Mann, den wir bekämpfen. Nichts endet einfach. Aya hat verstanden, dass es eine neue Wirklichkeit gibt. Wir sind deine Pharaonen. Du bist ein Magi für ganz Ägypten. Folge uns. Wir haben ein Geschenk. Ein Geschenk. Apropos Magi. Gibt es Neues von Aya? Aya verteidigt immer noch das Meer. Wir erwarten Pompeius und seine Flotte jeden Tag, um uns gegen den Orden zu verbünden und das Land zu verändern. Bei meiner Jagd sah ich vieles, das mich angewidert hat. Unser Land wird auf furchtbare Weise unterdrückt. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Orden wieder Fuß fasst. Ja, Bayek. Die zwei neuen Namen, der Schakal und der Skorpion, gehören zum inneren Zirkel unseres Bruders. Wir glauben, dass sie hinter dem Anschlag auf unser Leben stecken. Ein Anschlag auf euer Leben? Durch Phylakis eures Bruders? Schwer zu sagen. Ein Gabinianer, einer von Septimius' Kriegern. Sie bilden eine Miliz mit 2000 Mann. Wir wollten uns mit ihnen verbünden. Mit Septimius? Dieser Römernarr? Er führt sie an? Ja, der Träumer, der sich als wahrer Ägypter ausgibt und doch einen Mann schickt, um uns zu ermorden. Nicht sehr ägyptisch, wenn du uns fragst. Aya glaubt, er arbeitet für den Orden und hat hier einen Stellvertreter namens Venator. Vielleicht ist er der Maskierte, der den Tod meines Sohnes verantwortet. Mhm. Bordschiffer! Verdammt nochmal, tötet mich einfach, ihr Narren! Hier ist ein Geschenk. Er ist im Orden der Ältesten, wie Septimius. Er hat an der Villa herumgeschnüffelt. Vielleicht weiß er, wer deinen Sohn getötet hat. Mein Bruder Septimius erschlug deinen Sohn und ich gebe einen Scheiß drauf. Dir geb ich drauf scheißen. Ich hab nur die Zwillinge gefickt, Venator. Hast du genug? Ich werde noch mehr aus ihm rausholen. Ich schlage vor, du besuchst das Bordell in der Stadt. Ja. Geh und wühle dich durch Dionysos Stadt. Und decke die Verschwörung gegen uns auf. Ja, gehen wir doch mal zum Bordell. Der Schakal. Septimius ist in der Stadt. Sein wichtigster Phylakis ist ein Mann namens Venator.
Es gibt Gerüchte, dass er sich gerne im Bordell hat. Das heißt, wir begeben uns jetzt kurz mal dorthin. Töten den oder was? Auf ganz gechillt. Damit habe ich kein Problem mehr. Ah, sieh nur, der Magi. Ein Krieger mehr auf unserer Seite. Ja. Diese Stadt ist wild. Gibt es Tavernen? Ich brauche eine Pause. Gibt es hier Hakus Bier? Heute wird sich Herakleon ganz wie Babylon anfühlen. Ah, ein wahrer Krieger. Ich gebe Rabatt für... Warte. Du gehörst nicht zu den Gabinianern, oder? Nein, tue ich nicht. Ich bin ein Magi. Wow. Magi sind früher oft hergekommen. Aber jetzt nicht mehr. Für wen arbeitest du? Kleopatra. Ich hörte, sie sei in der Stadt. Ein Magi, der für die Pharaonin arbeitet. Du hast sicher viel Geld. Ja, hab ich auch. Ich würde gern eure legendären Zwillinge sprechen. Sprechen nennst du das also? Jeder hat seine Vorlieben. Die Zwillinge werden dich was kosten, ob du nun mit ihnen sprichst oder was auch immer, Magi. Ja, komm. Hallo, komm doch! Mach es dir oben schon mal bequem. Die Zwillinge kommen gleich. Wir kriegen... Sie haben eine raue Nacht hinter sich. Also sprich nicht zu viel mit ihnen, Ja, komm, das wird jetzt sowieso nichts. Das wird eine Prügelei enden. Das weiß doch jeder. Wer bist du? Du wolltest uns sprechen? Ich suche einen Gabinianer namens Venator. Sch, sag diesen Namen nicht. Er ist ein Nekediadet. Ich werde nicht schweigen für dieses Monster. Alle haben Angst vor ihm. Aber du solltest ihn töten. Er wohnt im Norden des großen Platzes. Er wird nirgendwo mehr wohnen, nie wieder. Dafür haben wir jetzt wirklich Geld ausgegeben. Wow. Ist ja egal. Das Modell müssten wir uns merken. Nein, Spaß. Wir haben ja Eier. Nein, ich wollte das Ding hier eigentlich noch nicht fahren lassen, aber gut, scheiße. Hallo? Hallo, lass dich fallen! Hallo? Bei Anubis. Hier war offenbar viel los. Venator arbeitet nicht allein. Hier riecht es wie in einem Sumpf. Zerbrochenes Geschirr. Hier ist irgendetwas faul. Okay. Zielübungen auf Kleopatra? Venator bereitet seine Gabinianer auf einen Attentat vor. Und das müssen wir verhindern. Lauten, Schminkzeug und Duftöle. Waren hier Straßenmädchen zugange? Und römische Insignien. Komisch. Offenbar sollen seine Männer untertauchen. Die verkleiden sich als... bestimmt als... so Ägypter oder so, keine Ahnung. Weinfässer. Das hier riecht aber nicht nach Wein. Öl in Weinfässern? Genug Öl, um die ganze Stadt niederzubrennen. Die Königin hatte wohl recht. Venator plant was. Aber ich brauche mehr Informationen. Irgendetwas fehlt noch. Hier ist noch was. Hier ist noch was! Hä? Warum geht denn das nicht? Den Göttern. Ein raffinierter Plan.
Einer seiner Männer gibt sich als Frau aus und infiltriert vermutlich den Palast. Getarnt als Weinhändler docken sie an und legen Feuer, um für Panik zu sorgen. Und ein Bogenschütze schaltet die Königin dann aus. Von erhöhter Position. Venator, du bist mehr als einer von Septimius' Hunden. Du hast deine eigenen Marionetten im Orden. Ich muss sie finden, bevor sie zuschlagen. Dann machen wir uns jetzt doch mal auf den Weg, die alle drei zu töten. Aber zuvor nehmen wir diese Schatzkiste ja noch mit. Und machen jetzt einfach ganz gediegene Attentate. So, den ersten haben wir. Und jetzt gehen wir erstmal zum Synchronisationspunkt. Jetzt oder Aussichtspunkt, wie man es auch nennen will. Und Ton und den. Dieser Ort wird schwer bewacht. Danke. Renn, Alter. Special Move. Du wolltest es nicht anders. Tja. Zeit, den letzten noch zu holen. Leopatra! Also Leute, ich habe keine Behinderung, falls ihr euch das wieder mal denkt. Ich hoffe, Amun wird uns beistehen. Ja, okay, jetzt hör auf bitte zu labern, weil ich möchte gerade reden. Was ich jetzt sagen wollte, Star Wars Battlefront 2 ist jetzt kürzlich zu Ende gegangen. Und was ich auf jeden Fall sagen wollte, was kommende Projekte sein könnten, oder was ist sicher okay, oder ich will es eigentlich noch nicht sagen jetzt. Was ich jetzt, nur ich sag's doch nicht, was für ein Projekt noch kommen wird. Aya ist da! Hallo Aya! Aya, meine Liebe! Meine Liebe. Ja! Mal gucken, was die zu sagen hat. Ah, du riechst nach Meer. Die hohe See hat mich in Beschlag genommen, aber jetzt bin ich dein. Nein! Vorsicht! Ich bin verwundet, Aya. Beschütze die Königin. Aya, ich bin verwundet. Ich komme! Ich schaffe das hier, Liebste!
pushen. Wo geht ihr hin? Deine Königin ist eine ehrlose Schlampe. So spricht man nicht über eine Göttin. Wenn du der Beschützer Ägyptens bist, dann wird das Land jeden Moment mit dir untergehen. Rede weiter, solange du noch einen Kopf hast. Warst du im Bordell und hast meine Arbeit bewundert? Deine Einführung ist lahm. Komm, befreie dein Karl von dir. Du Scheißkerl. Glaubst du, du könntest einen unserer Pläne ändern? Ja, kann ich. Das ist genug Änderung für mich. Tod der Kleopatra! Wir sind die Gabinianer und Ägypten gehört uns! Hurra! Meine Krieger hast du bezwungen, aber mich noch nicht! Zwei Äxte werden nicht reichen. Lass die Königin sterben. Die einzige Würde, die sie noch hat, liegt im Tod. Wenn der Tod Würde erfordert, muss ich dich auszeichnen. Dann verdienst du die allerhöchste Ehrung. Oh, schön ausweichen gemacht. Du willst also unseren Special... Ey! Special Move! Gut, du willst ihn. Gerade voll falsch gemacht. Sorry, Leute. Oh. Fuck, ey. Ich hätte mit dem Bogen angreifen müssen. So, zweiter Versuch. Deine Königin ist eine ehrlose Schlampe. So spricht man nicht über eine Göttin. Wenn du der Beschützer Ägyptens bist, dann wird das Land jeden Moment mit dir untergehen. Rede weiter! Solange du noch einen Kopf hast. Warst du im Bordell und hast meine Arbeit bewundert? Deine Einschüchterung ist lahm. Komm, ich befreie dein Kar von dir. Du Scheißkerl. Glaubst du, du könntest einen unserer Pläne ändern? Du wirst gleich sterben. Das ist genug Änderung für mich. Tod der Kleopatra! Wir sind die Gabinianer und Ägypten gehört uns! Hurra! Oh, friss mein Special Move. Du bist gezwungen, aber mich noch nicht. Zwei Äxte werden nicht reichen. Lass die Königin sterben. Die einzige Würde, die sie noch hat, liegt im Tod. Wenn der Tod Würde erfordert, muss ich dich auszeichnen. Dann verdienst du die allerhöchste Ehrung. Das machen wir aber gerade ganz schön gut, finde ich. Hä? Das ist ein Special Move? Fress ihn! Nicht sterben! Hahaha! Dein Platz in der Duat für deinen Bruder Septimius war. Geschafft! Hey, alter Mann! Oh, bist du verletzt? Nur eine Fleischwunde.
Hi. Mir geht's gut. Jetzt tut mir nichts mehr weh. Unser Verstand tobt. Was wir auch tun, man drängt uns immer weiter. Noch ein Versuch, uns auszulöschen. Meine Königin, ruht und erinnert euch. Wir müssen nicht ruhen. Es ist kein Ende dieses Bürgerkriegs in Sicht. Wir brauchen den verfluchten Thron. Unser Thron verrottet in den Händen unseres Bruders. Lasst Foxy das Schiff vorbereiten. Wir treffen uns mit Pompeius. Unser letzter Ausweg. Ihr zwei geht voran und sagt ihm, dass wir kommen. Ja, meine Königin. Bayek, wenn wir nicht zuerst bei Pompeius sind, dann Septimius. Okay. Ja, aber das machen wir erst im nächsten Part. Ich bedanke mich dann fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich in der Folge. Und ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Habt noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr dieses Video guckt. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.